Leute, ich bin's wieder, euer Pokémaniac. Und heute habe ich euch ein weiteres ziemlich cooles Opening mitgebracht. Hier auf diesem Kanal Pokémaniac. Denn wir öffnen einen Stapel an Booster Packs. Würde ich sagen. Genau. Und wie viele genau, werdet ihr auch sehen. Zwölf Stück an der Zahl, Leute. 12 Booster Packs mit Absicht so gewählt, dass wir hier von allen aktuellen Packs was dabei haben. Sonnemond, Sonnemond Stunde der Wächter, Sonnemond Nacht in Flammen, Sonnemond Aufziehen der Sturmröte und Schimmernde Legenden. Von jedem aktuellen Pack haben wir hier was dabei. Also für jeden vielleicht ein potenziell guter Pull, den er cool findet. So. Genau, deswegen würde ich sagen, machen wir das auch von dem neuesten zum... Ja, also wir fangen mit dem ältesten hiervon an und arbeiten uns dann einfach weiter nach hinten vor. Das heißt, wir fangen mit den drei Sonnemond-Packs an und schauen dann mal, wie so die Pulls verlaufen. Falls ihr auch einzelne Booster sucht oder sonstiges, schaut unbedingt bei legicards.de vorbei. Dort könnt ihr Booster erwerben. Genau, einzelne oder auch als Display oder in anderen Kartenprodukten, so wie diese Booster auch teilweise aus bestimmten Kartenprodukten oder Tins stammen. Genau, den aktuellen Tinboxen zum Beispiel. Und ich bin echt gespannt, was hier drin ist in diesen Booster Packs. Wir haben genau 12 Packs. Ich fand, das war eine ganz gute Anzahl für ein großes, ordentliches Opening. Deswegen mal schauen. Sonnemond. So, jetzt muss ich noch einmal gucken. Hier kommen die Booster-Packs hin. Neben mir ist ein Booster-Pack Friedhof. Friedhof. Wirklich. Ungelogen. So. 1, 2, 3, 4. Wir hoffen natürlich auf am besten irgendwelche GX-Pulls. Oder, ja, irgendwas, was cool ist einfach. Mal schauen, was uns da so über die Leber läuft, sozusagen. Ich gucke hier gerade noch einmal neben mir mit dem Kartenstapel. Ja, so ist es gut. Die hier müssen noch woanders hin, würde ich behaupten. Jetzt war hier drauf. Ich muss hier neben mir unbedingt mal sortieren. Enton. So, Flamia, Cosmog, Kiesling, Fukano, eine Wasserenergie, Corazon. Doppelfarblos, Dragonier. Silvaro ist die Reverse hier in diesem Pack. Und das ist eine Stern. Das ist schon mal nicht übel. Und Alola Dickdri haben wir hier. Sehr schön. Sehr nice. Wir packen die auch einfach mal in den Background. Und schauen mal weiter. So. Die Booster Packs stammen, wie gesagt, aus einigen Tints, aus den aktuellen Tints, um ganz genau zu sein. Also den Marshadow, Ho-Oh und Necrozma Tinboxen. Zumindest hier von Sonnemond bis Sonnemond nach den Flammen. Flamiao haben wir hier. Kuttel, Mangunio, Bautz, Cosmog, Elektroenergie, Sedimantur, Tausch, Alola Snobelicat. Oh, passend dazu Alola Mauzi natürlich. Alola Mauzi hier als schöne Reverse. Und die Stern ist Manguspector GX. Sehr cool. Nicer Pull. Manguspector GX mit Hausdurchsuchung, abrupter Kopfstoß und Manguspector Fall GX. Nice. Schön, schön, schön. Da kann man nicht großartig meckern. Meiner Meinung nach. So. Booster Pack an die Seite. 1, 2, 3, 4. Und hier haben wir Yorklef. Ein Wingull. Snubbull, Kanivan H, Zubat,
eine Wasserenergie, EP-Teiler, Pandir, Lily, Dragoran ist die Reverse, das ist auch eine Stern, sehr schön. Und die Stern ist Mantidea Rainbow Rare. Leute, krass, wie das funkelt, ist unglaublich mit dem Zusatzlicht. Hammermäßig. Mantidea Rainbow Rare, ultimativ krasser Pull, Blumenvorrat und Solarklinge sowie Chlorosense GX. Durch das ganze Leuchten gerät der Fokus ein bisschen außer Kontrolle. Hammermäßiger Pull, Leute. Krass. Mit dem Rainbow Rare Pull habe ich jetzt hier nicht gerechnet. Ich dachte so, wäre nice, wenn wir eine Full Art oder so ziehen aus diesen 12 Boostern. Aber so? Hammermäßig. Mango Spector bekommt von mir auch natürlich eine Sleeve. Salula Diktrie braucht eigentlich auch eine. Ach, so viele Hüllen hier. Hammermäßig. Hammermäßig. So. Krass. Puh. So, ich würde sagen, wir widmen uns jetzt nach den normalen Sonne-Mond-Packs endlich den Stunde der Wächter-Packs. Und hoffen, dass ich gleich keinen Herzinfarkt davon trage. Guck mal ganz kurz, ja, wie rum hier die Korbkart mal wieder ist. 1, 2, 3, 4. Und hier haben wir ein Mini-Ras, Reißlaus, Macholo, Weimar, Velursi, Stahlenergie, Feldgebläse, Mogelbaum, Laternecto, Walband ist die Reverse, auch sehr coole Reverse. Und Agrostella Full Art. Leute, wollt ihr mich reinlegen? Hammermäßige Puls. Hammermäßig. Krass. Mit Dornkanone, quälendes Gift und Vollschutz GX. Wow, Leute. Ich überlege gerade, ob ich nicht das Video in zwei Parts teilen sollte. So viel Aufregung ist für mich nicht gut. Eigentlich müsste ich mich mal entspannen zwischendurch. So, 1, 2, 3, 4. Molunk. Nasknet, Schwabini, Wuffels, Viscora, eine Pflanzenenergie, Marmolida, Costurso, Plätscherhügel, Senlong ist die Reverse. Oh. Plätschern alle Karten an der Seite entlang. Senlong ist die Reverse, das ist schon wieder eine Sternkarte. Und die Rare ist Senlong GX. Passend dazu auch noch die GX. Hammermäßig, Leute. 5 Packs geöffnet. Eine. Ne, 2 GX? Eine Rainbow Rare? Eine Full Art? Was? Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Hammermäßig. Soll ich jetzt einfach weiter die Packs öffnen? Das kann ja eigentlich nicht endlos hier so weitergehen. Ich habe mich schon gefragt, bei den letzten einzelnen Booster-Pack-Openings waren die Pulse nämlich überhaupt nicht so gut. Da habe ich mich schon so gefragt, was ist das hier eigentlich? So in letzter Zeit mit dem Puls. Aber das hat sich ja jetzt deutlich gewendet. Sepehr haben wir hier. Genau, Pampuli, Ledibar, Hoothoot. Ein Vulpix, Kampfenergie, Zwirklopp, Lola, Bodybuilding Hanteln, Smetbo ist die Reverse und Ele Voltec ist die Stern. Übrigens, Smetbo schon wieder eine Reverse-Stern. Absolut verrückt. Gut, jetzt wenigstens endlich mal eine Sternkarte.
dabei. Nach dem Motto wird ja auch mal Zeit. Genau. Codekarte an die Seite. 1, 2, 3, 4. Vor die zwei, die sich davor befinden. Und Tangela, Araqua, Iskala, Trasla, Krabox, eine Metall- oder Stahlenergie, Funifras, Grill, Cheetah, Kiave, Lola ist auch die Reverse und Aranestro ist die Sternkarte. Das gute alte Aranestro. So. Codecard an die Seite. 1, 2, 3, 4. So, hier haben wir Ladybug. Hoothoot. Alola Vulpix. Trasla. Alola Slimer. Wasserenergie. Seemon. Lunastein. Rizeros. Sneagle in Reverse. Oh, und Wolverock, Holo. Sehr nice. Wolverock mag ich auch ziemlich gern. Schöner Pull. Wow, wow, wow. Aus 8 Packs bisher haben wir 2 Holos, 2 GX, eine GX Full Art und eine GX Memory Rare gezogen. Und 2 Sternkartenpulls dabei. So, auch hier Pack an die Seite. Codecard an die Seite. 1, 2, 3, 4. Und hier haben wir Traunfugil. Schnutel. Wablu. Quieke. Pummelow. Eine Metallenergie. Konterfänger. Midiras. Grabbit. Laukaps ist die Reverse. Und Starmie die Stern. Die ich einfach mal so eben weggeworfen habe. Genau. Nächstes Pack. Codecard auch an die Seite. 1, 2, 3, 4. Und hier haben wir Velursi. Traunfugel. Palim Palim. Laukaps. Wablu, eine Kampfenergie, Konterfänger, Midiras, Grabbit, Regirock ist die Reverse, ist auch ein Stern, ziemlich cooler Pull, und Staraptor ist die Stern. Gut, jetzt hat sich wenigstens einigermaßen wieder normalisiert hier die Pull-Rates. So, eins meiner Lieblingssets hier, natürlich schimmernde Legenden. Codecard an die Seite. 1, 2, 3, 4. Hier haben wir Rettan. Sehr cool wäre hier jetzt so ein Rainbow Rare Pull gewesen. Voltorbi, Flamia, Fililu, eine Elektroenergie, Impergator, Verkrümmungsenergie, Energiezugewinn, Manaphy ist die Reverse, das ist auch ein Stern, sehr cool. Oh, und die Stern ist Reshiram. Oh, genau, Reshiram ist natürlich auch eine Holo. Und hier haben wir das rote Genesect-Pack-Artwork. Auch hier Pack an die Seite. Das hier beiseite. So. Und hier haben wir Pikachu, Rattan, ein Zoroark, Bamali, Mitsunda, eine Finstersynergie, Lili, Bisaflor, Hyperball. Energiezugewinn ist auch die Reverse. Und die letzte Karte hier, ein Palkia. In Holo. Okay. Alles in allem ganz zufrieden, würde ich sagen. Natürlich waren die Holo-Pulls aus Schimmernde Legenden
Selbstverständlich, da in Schimmernde Legenden bekommt man immer ein Holopull mindestens. Also dennoch ganz cool. Als Holopulls hatten wir gesamt gesehen auch einiges Cooles dabei. So, ich sortiere das mal nach der Genialität der Puls, meiner Meinung nach. So ein bisschen. So, da haben wir natürlich Reshiram und Palkia und Volvorok sowie Alola Dictree. Sehr cool. Und natürlich die Kurzimpuls Mangospector GX, Senlong GX, Agrostella GX, sehr cool, und Mantidea GX, Agrostella GX übrigens Full Art und Mantidea GX Rainbow Rare. Hammermäßig, Leute. Ich denke, da kann man nicht meckern. Das sind echt ganz coole Pulls für diese 12 Booster. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Anschauen dieses Videos und schaut auch weiterhin rein, wenn ich für euch alles Mögliche unboxe und euch die genialsten Puls auch in Zukunft weiterhin präsentieren werde. Euer Pokémaniac wünscht euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Sammelt fleißig weiter. Bis dann.